Marc Massier hatte den Job schon fast in der Tasche. Der Intensivpfleger hat Berufserfahrung. Das katholische Krankenhaus in Eschweiler wollte ihn unbedingt. Doch dann fiel der Leitung auf, der Mann ist konfessionslos. Sie zog das Jobangebot wieder zurück. Und das war ein kurzes Telefonat letzten Endes, worin sie mir bestätigt hat, dass es ja leider aus diesem Grund nicht möglich sein wird, in diesem katholischen Haus zu arbeiten. Marc Massier klagte und bekam kürzlich vor dem Arbeitsgericht Aachen Recht. Ein Pfleger, so der Richter, arbeite schließlich nicht im verkündigungsnahen Bereich. Die Klinik soll ihm nun Schadensersatz zahlen. Ob sie das tut, ist aber noch offen. Ich erwarte die Revision, ja. Ich gehe davon aus, dass sie das nicht so auf sich beruhen lassen. Denn die Kirchen bestehen bisher meist erfolgreich darauf, in ihren Einrichtungen auch ihre Spielregeln durchzusetzen, und zwar in vielen Bereichen. Bei den Einstellungskriterien geht Konfession vor Qualifikation. In katholischen Kitas oder Krankenhäusern sollen Mitarbeiter auch im Privatleben nach katholischen Moralvorstellungen leben. Und auch in der Medizin müssen diese Vorstellungen berücksichtigt werden. Keine Pille danach, keine Schwangerschaftsabbrüche, keine Verhütung durch Sterilisation. Je nach Bistum wird das unterschiedlich streng ausgelegt. Die Politologin Corinna Gekeler hat für eine Studie mit Menschen gesprochen, die sich durch diese Auflagen beeinträchtigt fühlen. In katholischen Kliniken, sagt sie, herrsche oft ein Klima der Angst. Man kann jederzeit angeschwärzt werden, weil man vielleicht nicht so ganz katholisch lebt, wie das sich manche vorstellen, manche Kirchenoberen. Man ist nicht mehr dem Patienten verpflichtet, was ja Ärzte eigentlich was sehr Wichtiges finden, sondern muss dann nach irgendwelchen Dogmen seiner medizinischen Handlungen ausrichten. Und da wird sehr genau geschaut, dass die Leute linientreu sind. Doch was leistet die Kirche dafür in ihren Einrichtungen? Die Antwort ist ernüchternd. Bei Kitas ist das unterschiedlich. Im Schnitt trägt die Kirche 5% der Kosten, die öffentliche Hand 95%. Bei Altenheimen und Krankenhäusern trägt der Träger Kirche nichts. Sie finanzieren sich vollständig aus Kassenbeiträgen und Steuermitteln. Der Autor Carsten Frerk hat diese Zahlen zusammengetragen und veröffentlicht. Denn die meisten Menschen, sagt er, halten die Kirchen immer noch für große soziale Wohltäter. Es ist auch im Öffentlichen an sich gar nicht für die normalen Menschen so zu erkennen, wie diese Häuser finanziert werden. Denn wenn Sie dort hingehen oder sehen Sie ein Schild, Krankenhaus St. Josef, und da steht vielleicht Träger Erzbistum Köln oder Träger Caritasverband NRW und so weiter. Sie kommen also gar nicht darauf, dass dort überhaupt keine Kirchensteuer drinsteckt. Wir fragen nach beim Erzbistum Köln. Dort verweist man darauf, dass die Kirchen in ihren Krankenhäusern immerhin die Kapelle finanzieren und überhaupt... Das Geld ist nur die eine Seite bei dieser Frage. Viel wichtiger ist, dass der Staat diese Pluralität möchte. Das heißt, im Staat soll es verschiedene Anbieter geben, verschiedene Weltanschauungen, verschiedene Religionen, die für die Bürger auch verschiedene Angebote machen. Leider gibt es diese Pluralität in vielen Regionen aber gar nicht. Im Rheinland sind die meisten Kliniken in katholischer Trägerschaft. Pfleger Marc Massier hat viele Kollegen, die sich darum nicht trauen, aus der Kirche auszutreten. Da höre ich ganz oft die Aussage, ja, ich bin auch nur noch drin, weil man sonst so schlechte Karten hat auf dem Arbeitsmarkt. Marc Massier arbeitet jetzt als Pfleger für eine Zeitarbeitsfirma. Im Rheinland hat er wenig andere Möglichkeiten, in seinem Beruf tätig zu sein.